So, müsst ihr dann hier aufnehmen? Oh, ist ein Leck hier. Ja. Fängt sich langsam. So. Was hatten wir eigentlich? Was war denn hier der Plan? Holz liegt da oben immer noch rum, wie doof. Hier ist noch ein Eisen. Hier liegt auch ein Haufen Holz. Hier liegt noch ein Bretter. Ziel gefahren. Die fallen alle Holz von Norden nach Süden. Ja, das ist nur die Bretter, das ist ein Problem. Wie gesagt, also Geld machen wir trotzdem, ne? Das ist nur Kacke, weil dann... Ist immer größer hier. 100 jetzt. Aber das Problem ist, wenn die... Wird das was, wenn die Städte weg sind? Wachsen. Die könnten ja eigentlich auch theoretisch mal. Komm, ich bringe momentan nur Baumarkt mehr runter, ne? Guck mal, wenn der hier anlegt, ne? Und wir machen dann hier oben noch einen Zwischenstopp für die. Dann können die alles runter von unten nach oben noch schleppen. Das wäre voll krass. Dann wäre das hier auch nochmal so ein Hub. Industrie, was auch immer, Ding. Also hier machen wir mal große Straße. Nein, nein. Und zwar würde ich dann vom, wenn ich hier einen Hafen hinsetze, müssten ja halt Autos so mal rein hier hin. Bauen wir hier einen Umschlag mit dem Gebiet. Das ist ein bisschen Industrie, ein paar Geschäfte versorgt. Und dann hier einen Hafen hin, einen einfachen. Nice. Aber so. Und so weit aufs Land wie möglich. So. Wollen wir hier die Straße verlängern? Denn das wird hier ganz schön. Sag mal, ganz schön abgehen dann. Machen wir hier noch einen. Wenn der bis auf den Hafen kommt. So ungefähr. So, haben wir hier ein Auto-Ding? Ja, ne? Müssen wir eigentlich da haben, ey. Da war eine blaue. Auch eine neue Linie von hier nach da. So, da brauchen wir nicht zweimal halten.
Wie heißt das? Drehstedt. Aber Drehstedt. LKW Drehstedt. Umschlag. So. Setzen wir da einfach mal hier. Fenstra. LKW Drehstedt. Umschlag. So. Wir müssen unsere Schiffe nämlich nicht mehr leer nach oben fahren. So, ist das die Route? Schiffbau mal Bohl? Was muss ja das sein, ja. Brauchen wir dann. Ja. Umschlag. Baumarkt, Rastatt, Drehstedt, Drehstedt, Hohl. So. So, und nach Rastatt Transfer kann er auch hier nochmal halten. So. Bin ich mal gespannt. Wie lange wir drauf? 4 Stück, dann reicht das. Bin ich auch mal gespannt, was die jetzt fahren. Okay. Und vor allem, wie die sich entwickeln, ja. Weil dann transportieren die hier wahrscheinlich einen Haufen mehr ab, weil die jetzt auch Drehstedt mit produzieren müssen und mit versorgen. Mit den Schiffen, weil momentan fahren die immer leer. Also die würden dann hier sich vollpullern, da oben abladen, hochfahren, Baumarkt holen, wieder runterfahren. Dann werden hier auch nochmal Maschinen holen. Ich will eine richtig groß haben. Ich will nicht fünfmal das gleiche hier. Noch Maschinen. Und das funktioniert sehr gut hier. Ja, jetzt siehst du, der macht schon gar keine Wahlen mehr, weil nichts los wird hier. Warenmäßig nur 4 Waren. Ja. Wie kommt denn das? Da liegt nicht genug zurück. Und Werkzeug, alle haben Werkzeug. Ja. Wir könnten ja noch einen Sonderzug einsetzen, der wirklich nur Waren, zack, 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 zack. Kurzstrecke. Damit wir einfach mehr reinkriegen. Da fehlt irgendwo ein Sprit. Lassen wir es mal so. Da hat jetzt noch nichts. Bin ich mal gespannt, ob hier was. Oh, guck, hier lagern sie schon. 3, 2. Ein bisschen Werkzeug und Waren. Hier ist richtig was los. Hölle. Richtig gut. Gucken wir, ob es noch mehr werden. Okay.
sofort angenommen. Weil der kann immer leider, ich glaube, nur zwei Sorten schleppen, oder? Das heißt, der kann immer nur zwei Sachen mitnehmen. Die Fahrt sollte vielleicht noch eins draufsetzen. Von der Klondike. Siehst du, der hat jetzt nur Maschinen und Werkzeuge mitgenommen. Und die Waren liegen gelassen, der kann immer nur zwei Sachen. Könnte man eigentlich auch mal erhöhen. Das ist ja drei, vier Sachen. Dann werden die aber wieder teurer in dem Betrieb, ne? Natürlich. Oh Gott. Das mit dem Holz gefällt mir gar nicht. Mit Holz. Ich gucke keinen Stahl an hier unten. Obwohl der auch voll liegt. Und der hat. Nee, der hat keinen Stahl, der hat nur einen Haufen Holz. Der bringt noch mehr hier. Ja, wie kann man das machen? Dass hier praktisch kein Holz gehandelt wird. Das mal versuchen, vollladen einer Fracht. Vollladen einer Fracht. Nur entladen. Und das gleich machen wir auf
der hier. Natürlich gar keine mehr unterwegs hier. Eugendorf. Vollladen einer Fracht. Ah, der bleibt dann da. Nee, der bleibt dann da stehen, bis er voll ist. So ist das gedacht. Das limitiert den auch nicht. Ist weitergefahren als auf voll war. Aber zumindest vollladen heißt ja, dass er nicht entladen soll. Also wenn die hier nicht entladen, sondern immer nur einladen, wird ja immer nur Stahl abgeholt, so war die Idee. Also hier, dann entlädt hier keiner mehr. Nur noch B-Laden, Stahlwerk. Ja, gibt eine ganze Menge hier zum Feintunen. Was man am Anfang gar nicht so denkt bei dem Spiel, aber es ist schon wirklich schön kompliziert. Lassen wir die mal so laufen. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt hier weniger wird mit dem Holz und halt. Die sollen nichts entladen, nur beladen. Dann können die unten nur noch Holz von unten holen und die oben nur noch Holz von oben. Sehr gut. Und Rahlstatt Güterbahnhof. Da ist egal, das Entlade wenn vorhanden, ne? Ja, und da wird nur entladen. Aber voll mit Brettern. Der kann jetzt aber keine Bretter aus mehr abladen. Den kann jetzt auch noch einladen. Dann lassen wir das letzte Holz mitnehmen. Der konnte jetzt keine Bretter abladen und haha. Ich werde jetzt seine Bretter hier ein bisschen spazieren, aber das ist egal. Die soll eigentlich hier abwerfen. Raus.
Oh, guck, der nimmt mal wieder Stahl mit. Na gut. Der kurbelt die Produktion an. Die sollten jetzt eigentlich keine Bretter mehr hochfahren. Ja, genau. Sehr gut. Das war dann die komplette Leerfahrt nach oben oder so. Gibt es jetzt kein Holz mehr. Das hat also ganz gut geklappt. Da war ich schon voll. Läuft's hier oben an? Guck mal, mittelmäßig schlecht. Sind wir immer noch voll mit links. Mal wieder Maschinen und Werkzeuge. Echt, für einen Balken ist er da hingefahren. Wir brauchen hier kein Holz, wir müssen das mal abholen. So, da geht's hin. Der Rest Holz und Stahl. Und der kommt hier leer an. Und pullert sich voll. Also das müssen wir uns mal merken dann. Und Vollladen einer Fracht. Das verhindert dann das Entladen, also wird nichts mehr umgeschlagen. Solange er sich vollladen kann. Wenn ich das bei ihm mehr machen würde, ja auch nicht, dann würde er länger hier stehen. Das wollen wir ja nicht. Die ganzen Autos hin. Die ganzen Pkw. Ach, die nehmen eine Abkürzung, guck mal. Unser Bustransfer. Ja, weil es so weit ist. Ne? Aber hier noch eine Linie rumquetschen, die nach Achim fährt. Regionalbahn. Eigentlich machen wir. Und da habe ich auch noch irgendwie so Fantasien, dass man hier den Bahnhof vielleicht. Das ist ein Gleis. Das würde fast gehen, wir müssen nur die Straße hier wegreißen. Dann hätten wir das eine Gleis, was nach Achim kann. Und den Straßenanschluss geht das für mich. Kann man größer machen? Nein. Ich glaube, gar kein Zug da war, sondern 240. Ich glaube, hier müssen wir wirklich nur die Schienen abreißen. Und hier genauso, der Passau unter der Brücke. Und hier ist. So, wenn ich das. Der muss weg. Ja, los.
müsste jetzt passen. Im Inno 160er Züge. Nachbauen hier, ne? Also brutal war es jetzt nicht, finde ich. Also hier noch mit dem Gleis raus. Und dann würde ich aber sagen, wir machen Achim nach Norden raus. Scharfe Kurve. Und hier so. Ups. Die Busse brauchen wir dann ja eigentlich. Das sind unsere Nord-Süd-Verbindung. Vielleicht. Okay, können wir es wieder anschmeißen? Ich glaube, ja, wa? Ich glaube, ja. Gut, machen wir jetzt einfach mal stumpf. Alles tut, damit die Leute zur Arbeit kommen. Also. Tja, wie kommen wir hier rüber? Dürfen auf keinen Fall den Schiffverkehr gefährden. Hey. Noch eine Brücke hier rüberziehen? Die Kohle. Das ist eigentlich nur hier vorne ansetzen mit dem Kopfbahnhof. Da
so eine extrem bewusst. Was dann vielleicht überhaupt. Dann dürfen wir hier wieder einschlagen oder so. Sanias Kollision. Noch ein hoch? Können wir nicht. So geht's. Und hier kommen auch noch Schiffe durch. Wenn ich noch einen runtergehe, dann geht's gar nicht mehr. Jetzt muss ich nur noch ein Stück. Ja komm, 1,6 Millionen, das haben die ruckzuck wieder reingeholt. Wenn die erstmal mit dem Zug fahren können. Irgendwie gut, wenn da. Ja, gut, das passiert ja in den Städten, wo sich die Gebäude und alles sich so ein bisschen an die Gleise ranbauen. Auf jeden Fall hier brauchen wir ein Signal. Hier. Vor der Autobrücke. Sagen hier eins hin. Vor die Brücke. Jetzt noch auf die andere Seite vor die Brücke. So, hier würde ich sagen, das weg. Pause, Bahnhof. Kopfbahnhof. Nein, ja. Krümmung zu Not. Busse einstampfen. Dieser war hier erstmal. Ein Mikrofon. Temporär. So. Brauchen wir eine Linie. Ne, eigentlich haben wir die Buslinie umbauen. Bus. Achim. Ach, Bus Achim Rahlstand. Das werden wir dann. Das mal alle nach Hause schicken.
Stadt. Alle zu Fuß schicken bei der Ankunft verkaufen. So, dann werden wir das um. Grün haben wir für so, ne? Zug, Person. Nach dem Rastatt. So. Wir fangen an hier. Von da. Noch hier. Und wir wunderbar zwei Spur hier. Sehr gut. Gut. Aber nur hin und her. Und da setzen wir einfach zwei Ziegel drauf. Zwei die 100er. Personen. Und den besten. Bis der ungefähr 160 Meter hat. Ja. Klon. Zug, Personen. Überrascht. So. Ein Fünfter? Nix. Geht langsam das Stahl aus, ja? Das wird aber langsam voll sein, ich auch gerade sagen. Modellbretters, ne? Auch schon ganz gut Werkzeuge nach oben. Die haben wir ja schon nachgebaut hier. Die ersten Passagiere nach Achim. Ja komm, wir machen hier mal Standard. Ja, dann geben wir so einen Pott mal. Brauchen wir nicht, ne? Keine Ahnung. Nimm das mal von da nach da. Hier. Achim, so. Da setzen wir dann. Ach, Quatsch. So, danach nochmal hier wieder ransetzen und dann zurück. Dass er überall mal hält. Ja. Ein Autoding haben wir da nicht, ne? Geld brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Der ist jetzt endlich dreispurig. Ich denke, das wird gut sein.
hier ein neues Schiff. Gleich im Jahr 2000. Da gehen nicht mehr so viele PKWs, wenn überhaupt welche langfahren. Die hier meine Kreise stören. Oder meine LKW. So, wie läuft hier? Ach ne, da. Gut, ich hol die letzten Bretter ab. Ist vielleicht ganz gut, wenn die sich hier stauen. Noch ein Kohleerz. Das hier aus. Um ein Depot? Nein. Hier ist einer. Offener Güterwagen, ne? Wie lange haben die anderen gemacht? Muss mal gucken. Sechzehn offene. So. Lass uns die Kohle nicht abreißen. Oder das Erz. Das haben wir die ganz schöne Strecke. Und die Schlachtzahl erhöhen hier. Hatte mich potent. Cool, der hat jetzt keine Kohle mehr. Ne, der hat noch Erz. Keine Kohle im Moment. Kann 294 laden. Also 294 möchte ich ja noch ganz gern haben, glaube ich.
man sich ehrt. Hier alles abgeholt. Na gut. Hier gibt's nur noch Stahl. Na, keine Kohle. Holz haben wir hier noch genug liegen. Die bringen auch schon gut. Und vor allem auch ein bisschen jetzt. Das entwickelt sich jetzt sicherlich hier. Verkehrsanbindung 20, naja. Soll keiner in der Stadt fährt. 33. Auf jeden Fall die größte Stadt. Ja, wenn wir die vielleicht mal irgendwann weiter durchziehen, statt hier nach Wolfschlungen, fahren wir dann hier unten runter. Direkt nach Malzow, das ist eine Fernzuglinie. Mal eigentlich mal bauen. Dann müssen wir ja wieder cool übers Gleis rüber. Jetzt können wir hier erstmal. Den ja nicht weh. Da haben wir es gerade mal. So. Und dann müssen wir hier die vier Gleise. Also die Brücke. Klar, ne? Wir sollen von Achim kurz hier halten und dann den ganzen Weg runter bis nach Malzow. War Malzow eigentlich dreispurig gemacht? Oh ja, das ist ja hier unser Ersatzgleis. Das hier. Muss ich vorausplanen. Ja, bis hier müssen dann aber da hoch. Hier müssen wir eigentlich über die Schiene rüber. Das geht
geht ja Gott sei Dank seit Patch, keine Ahnung. So, dann kommen wir überall Haltedinger dran. Hier. Da. Und die können hier warten. Hier oben irgendwo. Hier kein Stau entsteht. So. So ein krasses Detail, ne? Das geht alles automatisch. Das Spiel hat echt sich viel, viel weiterentwickelt. So. Mal rum. Hier über das Wasser. Würde ich sagen, hier rum und dann da zusammen oder so. Oder wir gehen hier rum. Und rattern da mit rein. Hier rüber und dann da zusammen. Das ist ziemlich gerade über den Teil zu mir links. Dann nehme ich vielleicht später nochmal da mit dem Schiff durchholen. Mal richtig schön lang. Mittlere Landstahl. Ach, Beute. Ist ja bescheuert. So, so ein bisschen runter. So. Okay, ich kann weitergehen. Bisschen schön machen. Nicht ganz so schlimm aussehen. So. Okay, das ist eigentlich nur nach.
jeden Fall zweispurig werden. Sich auch verteilen können, ein bisschen die Züge. Hier eins vor der Brücke. So, und dann hier ist wieder. So. So ungefähr. Baue ich erstmal so ein Depot rein. So. Bin ich mal gespannt, was hier für eine Explosion stattfindet, wenn wir Karstadt mit Malzhof verbinden. Kann eigentlich schon machen, wa? Person ein Rastatt. So, nach Rastatt Haltestelle hinzufügen. Malzo. Sehr schön. Sehr schön. Dann wieder Rastatt. Und dann kann er zurück nach Achim. Hier das richtige Gleis, ne? Ja. Sehr gut. Rastatt. Malzhof. So. Ich kann meine Maus hängen. Wahrscheinlich die Tasse. Mal wild klicken, damit er rauskommt. So, Zug kaufen, den da, wie viel haben wir gemacht? 16? Weiß ich nicht mehr. Sollen wir mal gucken. 13, oh ne. 2, 2. So, Klon. So, bisschen Zeiten dann. 5 Minuten. 6 Minuten. Noch keiner hin. Ja, ich schon auf 500, 400 und hoch. Und dann auf den Erz rein.
Der will so ein paar Bretter mit hier, wie man das sieht. Die blockiert halt. Der ist auf 500 hoch jetzt. Und hier kommt wieder Kohle rein. Der wird jetzt verballert. Zack, da gibt's Kohle. Kommt der nächste. Die brauchen ja auch nicht mal Einspruch, die können ja gleichzeitig hoch und runter, Nord und Süd ausladen. Krass. Wir können immer noch mehr Erz halt drauf setzen, glaube ich. Wenn nötig. Na. Da kommt wieder Erz. Die Kohle? Keine Moment. Da ist jetzt hier noch ein Spiel. Ja. Weil jetzt mehr Züge unterwegs, das heißt, es wird dann auch schneller Kohle geben. Ne? Hier gibt's Kohle. Die müssen hier warten. Ausbauen und zwei Spuren, ich glaube ja. Ne? Ja, lass mal erstmal probieren. Das machen wir in der nächsten Folge. Das ist gerade eine Stunde. Drin. Das ist doch kein. Oh ja, 5 nach Achim, keiner noch mal zu. Sind so eigentlich besser werden jetzt hier. Oh, 2003. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Pause und beim nächsten Mal weiter. Und dann maximal 1920 spielen. Die wachsen immer noch raus. Irgendwie. Immer weiter vom Bahnhof weg. Irgendwie. Die sollen hier bauen. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.